In diesem Video gehen wir auf den Menüpunkt Prozessüberwachung ein. Sofern Sie die Prozessüberwachung auswählen, öffnet sich ein neuer Tab. Sie finden nun eine Übersicht aller Prozesse, die bereits gestartet wurden, abgeschlossen sind oder einen Fehler aufgewiesen haben, hier in der Übersicht. Diese ist chronologisch nach der Zeit angeordnet. Sie können ebenfalls die Anordnung filtern, indem Sie oben links Prozesse auswählen können. Das bedeutet, sofern Sie die Stellenausschreibungsprozesse wie in meinem Mandanten einsehen möchten, wählen Sie diese einfach über den Filter aus. Nach der Auswahl eines Prozesses können Sie auch die Versionierungen filtern. Sofern Versionierungen gefiltert wurden, können hierzu auch dedizierte Aktivitäten gefiltert werden. Sie finden weiterhin Filtermöglichkeiten wie zum Status. Sie finden aktive, fehleraufweisende, beendete und abgebrochene Prozesse in den Filteroptionen. Ein Business Key wird zu jedem Workflow erstellt. Auch kann dediziert nach diesem Business Key gesucht werden, sollten Sie keine weiteren Informationen zu diesem Workflow bekommen. Auf der rechten Seite findet sich immer die Start- und die Endzeit, sofern sie vorhanden ist.